Huhu, Leute, ich bin Flasche. Willkommen zum zweiten Teil meiner Guild Wars 2 Bild-Video-Reihe zum Heildruiden. Ich habe mich kurzzeitig doch dazu entschlossen, das Ganze in zwei Videos aufzuteilen, denn das erste Video war schon so ultra lang und ganz ehrlich, ich glaube, so viel Infos kann sich keiner an einem Tag merken und an einem Tag irgendwie aufnehmen. Darum habe ich das lieber hier in zwei Videos gepackt. Wir haben im letzten Video haben wir uns die verschiedenen Gear-Möglichkeiten, die Trade-Möglichkeiten und das Buff-Food angeguckt. Und heute wollen wir uns die Utility-Skills angucken, die wir so haben und mitnehmen können. Dann natürlich auch die verschiedenen Pets, denn das gehört natürlich zum Waldläufer dazu. Und dann auch Beispiele durchgehen, wann man wie was mitnimmt und entscheiden kann, wie man dann letztendlich sein Bild aufbaut. Darum fangen wir jetzt einfach mal an mit den Utility Skills. Wir haben hier einmal den Wassergeist. Das Coole an dem Wassergeist ist, könnt ihr einfach passiv aufstellen und alle Leute werden passiv geheilt. Und wenn ihr Heilung gebt, wissen wir ja, gibt das Astralkraft und somit können wir schneller in den Avatarform gehen. Und wir wollen natürlich möglichst schnell immer wieder unsere Avatarform aufbauen. Immer schnell wieder in die Avatarform gehen, denn in der Avatarform geben wir ja die Macht, da verteilen wir ja Macht. Und das heißt, wir wollen im Prinzip auf Cooldown immer wieder in die Avatarform. Das heißt, wir müssen schnell genug immer wieder Astralkraft aufbauen, damit wir da rein dürfen. Das kann man mit dem Wassergeist ziemlich gut machen. Der ist da ganz cool für. Alternativ würde es aber auch noch, und auch das haben wir schon angesprochen, würde es die Heilquelle geben. Die Heilquelle ist halt besonders gut zum Zustände entfernen. Die gibt halt nicht nur Regeneration, die entfernt auch Zustände. Und es gibt halt Bosse, wo wirklich Zustände ein großes Problem sind. Wie Matthias, Voltirion und auch Doom. Bei Doom muss man auch regelmäßig mal Zustände entfernen. Vor allem Pein. Und da können die Leute extrem schnell runterticken an dieser Pein. Und die muss ultraschnell entfernt werden. Und das könnte man beispielsweise mit einer Heilquelle machen. Man hat noch andere Möglichkeiten, aber eine Heilquelle wäre hier eine Alternative. Und bei Matthias und Voltirion halt das Gleiche. Das heißt, das ist auch ein sehr guter Heilskill. Standardmäßig aber, wie gesagt, Wassergeist. Dann haben wir im Prinzip zwei Geister, an denen man fast nie was rüttelt. Nämlich einmal der Frostgeist und der Sonnengeist. Der Frostgeist, den stellen wir auch einfach passiv auf, denn durch unseren Trade-Puls, der auch noch macht. Und der macht, dass die Spieler 10% mehr Schaden machen auf ihre Attacken. 5%, sorry, das war früher mal 10%. Jetzt ist es nur noch 10%. Jetzt ist es nur noch 5%, aber unser Team macht im Prinzip einfach mehr Damage. Und der steht auch noch 60 Sekunden, also relativ lange. Also ein sehr guter Geist, der vor allem Power-Klassen was bringt. Dann haben wir natürlich auch ein Kondi-Äquivalent dazu, nämlich mit dem Sonnengeist. Der macht, dass die Verbündete brennen machen. Allerdings ist hier ein interner Cooldown mit drin, nämlich 8 Sekunden. Das heißt, nur alle 8 Sekunden kann das ausgelöst werden. Aber unsere Verbündeten machen mit dem nächsten Angriff alle 8 Sekunden, machen die brennen zusätzlich. Das bringt natürlich allen irgendwie was. Klar, auch Powerklassen, aber die 5% bringt natürlich auch Kondi-Klassen was. Aber hauptsächlich Kondi-Klassen können natürlich damit was anfangen, zusätzlich auch noch brennen zu machen. Das ist eine coole Sache. Das heißt, wir haben ja schon mal zwei sehr gute offensive Geister, die das Team buffen, egal ob es jetzt Power oder Kondi oder beides sind, da wird man auch fast nie dran was ändern. Und dann als letztes haben wir im normalen Standardbild, wir gehen erstmal nur das normale Standardbild durch, haben wir noch die Glyphe der Verstärkung. Erhöht den durch Verbündete in der Nähe zugefügten Schaden um 10%. Also nochmal eine 10%ige Schadenserhöhung, die hauptsächlich natürlich Powerklassen was bringt, dass die halt 6 Sekunden lang mehr Schaden machen. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Allerdings hat man davon natürlich keine 100%ige Uptime. Ihr seht, 6 Sekunden ist dieser Buff an, 16 Sekunden Cooldown. Und das bedeutet, man hat davon ungefähr, also man sagt immer so in einem Raid, in einem Kampf, man hat so 40% Uptime davon. Also nicht so 100%. Das ist auch der Grund, warum Benchmarks unter realistischen Buffs ohne die Glyphe der Verstärkung gemacht werden, weil man halt keine 100% Uptime davon hat. Und dann als letztes noch, Geist der Natur. Ruft ein Geist herbei, der Verbündete heilt. Befehlt dem Geist, eure Verbündeten in der Nähe wiederzubeleben und Zustände zu heilen. Das ist auch eine coole Sache, sowas wie eine Kampfstandarte, nur als Geist. Das heißt, wenn man den aktiv benutzt, werden alle Verbündeten in der Umgebung, die gerade im Downstate sind, werden einfach wiederbelebt. Und aber, während der einfach nur so rumsteht, heilt der Verbündete und pulst auch noch
Stabilität, was auch eine coole Sache ist. Das kann man beispielsweise, um jetzt mal nicht immer nur um Raid, über Raid zu reden, kann man das beispielsweise auch in Fraktalen benutzen, wenn man beispielsweise 100 CM macht, dieses zerschmetterte Observatorium. Da kämpft man ja am Anfang, der erste Boss ist Gorwald. Und in der letzten Phase, ab 33%, hat er so eine Ausrastphase, wo der sich in die Mitte stellt und der wie bekloppt so im Kreis um sich rum die ganze Zeit attackiert und mit jedem Treffer, den er macht, die Gegner zurückschleudert. Und wenn man hier beispielsweise den Geist der Natur aufstellt, dann pulst man Stabilität ans Team und dann wird das Team wenigstens nicht weggeschleudert, wenn es davon getroffen wird. Das ist also auch eine ziemlich coole Sache und man kann, wie gesagt, Verbündete damit wiederbeleben. Also das ist sozusagen das Standard-Set. Trotzdem ist das natürlich nicht alles, was wir haben. Situationsbedingt als Elite-Skill kann auch Umschlingen sinnvoll sein. Das ist beispielsweise zwar auch natürlich sehr situationsbedingt und sehr speziell, aber beispielsweise kann man das im Escort-Event benutzen. Im Escort-Event muss man oft mal die Wargs immobilisieren, die entweder von vorne oder von hinten kommen. Das könnte man mit Umschlingen machen. Oder aber, was viel sinnvoller ist, das beim Vale Guardian, also beim Talwächter zu benutzen. Da kommen ja immer diese Seeker von außen auf das Team zu. Und hiermit, mit diesem Skill, könnte man die einfach immobilisieren, damit die nicht zum Team hinkommen. Das Coole ist, das Umschlingen, das ist auch lange genug, um die lange genug zu immobilisieren, dass die es gar nicht erst zum Team schaffen. Das heißt, bevor die dann wirklich beim Team sind, despawnen die vorher. Das heißt, die kommen gar nicht an Team an. Allerdings natürlich 60 Sekunden interner Cooldown. Man kann nicht auf jeden Seeker-Spawn so einen Entangle, so einen Umschling machen. Wenn man jetzt mehrere Druiden hat, kann man sich natürlich abwechseln. Wenn noch ein Soul Beast da ist, kann er das zum Beispiel auch benutzen und so weiter. Aber das ist zum Beispiel ein sinnvoller Elite-Skill, den man mitnehmen kann, anstelle des Geistes. Dann gucken wir mal, was wir aber noch haben. Wir haben beispielsweise auch noch den Steingeist. Der Steingeist, der gibt Schutz und pulsiert auch noch Schutz. Dadurch kriegt man eine sehr hohe Schutz-Uptime hin. Und wenn auch noch die Kronos den Schutz auch noch immer scheren an das ganze Team, wenn die es einmal haben, dann ist die Schutzabteilung sogar auch annähernd 100%. Also man kann damit bei wirklich stressigen Kämpfen, wie beispielsweise Kern oder Matthias, das sind so typische Bosse, wo man eine 100% Schutzabteilung haben will, kann man das mit diesem Steingeist ermöglichen. Natürlich gibt es auch noch andere Leute, die das eventuell machen können. Ich glaube, der Condi Daredevil mit seinem Stehlen-Skill, der kann, glaube ich, auch Schutz verteilen, was die im Kronos dann scheren können. Muss man dann halt auch situationsbedingt entscheiden, ob man jetzt selber Schutz geben muss oder ob es auch wer anderes machen kann. Beispielsweise, wer auch hohe Schutz-Uptimes für sich selbst eigentlich hinkriegt, ohne dass man da wirklich unterstützen muss, sind Weaver. Die Weaver kriegen ja auch mit jedem Elementenwechsel, kriegen die bestimmte Segen. Und da können die, wenn die auf Erde wechseln, kriegen die auch Schutz und kriegen damit auch eine ganz ordentliche Schutzabteilung hin. Vor allem, weil das, glaube ich, auch auf Verbündete geht. Das heißt, mit sehr vielen Weavern müsste man eventuell auch keinen Steingeist mitnehmen. Aber wie gesagt, situationsbedingt. Wir werden uns Beispiele angucken und verschiedene Bosse durchsprechen, dass ihr wirklich entscheiden könnt, wann ihr wie was mitnimmt. Also Steingeist auch eine Möglichkeit. Dann hätten wir noch Sturmgeist. Sturmgeist pulsiert Geschwindigkeit, also Bewegungsgeschwindigkeit, Eile ist es. Allerdings ist das gar nicht so das Besondere, Tolle daran, sondern die Verwundbarkeit. Das heißt, man macht, dass die Verbündeten mit einem Treffer, zwar auch mit einer 10 Sekunden internen Cooldown, aber trotzdem, das macht ja jeder Verbündete, macht Verwundbarkeit auf den Gegner und damit kriegt man auch sehr hohe Verwundbarkeits-Uptimes hin. Den hier nimmt man zum Beispiel mit, wenn man Verwundbarkeitsprobleme im Team hat. Und das kann vorkommen, beispielsweise, wenn man keine Holos hat, keine Renegades, keine Guardians, weil das sind so die typischen Klassen, die sehr hohe und viel Verwundbarkeit machen. Wenn man die alle nicht dabei hat, dann kann es tatsächlich vorkommen, dass man eine Ultra-Scheiß-Verwundbarkeits-Uptime auf dem Gegner hat. Und dann kann man beispielsweise, natürlich, man kann unterstützen mit hier Jagdruf, der ja 16 Verwundbarkeit macht, was sehr hoch ist, aber auch nur für 5 Sekunden, kann man aber unterstützen mit dem Sturmgeist. Das heißt, der sorgt dann dafür, dass die Verwundbarkeit auf den Gegner hoch genug ist. Auch das kann sinnvoll sein, dass man das reinwechselt. Natürlich auch nicht immer unbedingt nur für die Glyphe der Verstärkung. Beispielsweise, wenn ihr ein reines Power-Team spielt, wo wirklich kein Condi dabei ist, und das kann beispielsweise vorkommen bei Voltirion. Bei Voltirion könntet ihr beispielsweise dann, wenn ihr nur Power-Klassen habt, den Frostgeist nehmen, natürlich Glyphe der Verstärkung, weil die bufft ja die Power-Klassen besonders gut, und dann nehmt ihr den Sonnengeist raus und nehmt für den beispielsweise Sturmgeist mit. Denn bei Voltirion ist so ein Boss, wo beispielsweise mit extrem vielen Webern auch heutzutage noch gespielt wird. Weber machen nicht so viel Verwundbarkeit, das heißt, da könnte Verwundbarkeit ein Problem sein. Dann könnt ihr zum Beispiel diese Kombination hier machen. Also ihr seht, man muss wirklich extrem anpassen, je nach Situation.
Das heißt, jetzt haben wir alle Geister durch. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch andere Möglichkeiten gibt. Wir haben schon gelernt, bei Soulless Horror, wo man die Fleischgolems wegschubsen muss, kann man auch mal die Glyphe der Gezeiten nehmen, um Gegner wegzupushen. Kann auch in anderen Bossen sinnvoll sein, beispielsweise beim Escort-Event, um auf den Türmen oben Gegner auseinanderzustoßen, um die aus dem Cap-Kreis vom Turm rauszupushen und sowas alles. Auch das kann sinnvoll sein. Es gibt aber auch hier noch Betäubungsglyphen, die man auch nehmen kann, auch zum Beispiel vom Escort-Event oder bei anderen Bossen, wo man sehr viele Adds hat und vor allem, wo die Adds oft das Böseste sind, wie zum Beispiel Xera. Gut, die meisten werden vermutlich nicht mit dieser Glyphe da spielen, aber das wäre eine Möglichkeit, wenn man wirklich große Probleme hat, bei Xera die Adds unter Kontrolle zu bringen und die immer letztendlich das Team wipen, dann kann man die auch benommen machen. Also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, aber es gibt noch mehr Utility-Skills. Beispielsweise, wo haben wir es, beschützt mich. Das ist ein Utility-Skill, den benutzen hauptsächlich sehr viele Pucks. Und den sieht man bei organisierten Teams, sieht man den nicht so viel, aber bei Pucks wird das zum Beispiel bei Voltirion benutzt. Voltirion ist ja so, alle 20% schläft er ein und man muss eine Breakbar brechen. Nach dieser Breakbar wird er immer das ganze Team, alle 10 Leute wegfieren. Und in diesen 4 muss man irgendwie breaken oder umgehen, weil sonst wird man natürlich für extrem lange Zeit sonst wohin gefiert und läuft in das ganze Gift, was da rumläuft. Das heißt, man muss, um den Kampf überhaupt schaffen zu können, muss man aus dem 4 ausbrechen. Und das kann beispielsweise, ein Druide machen mit diesem Skill hier mit Beschütz mich. Erhaltet Schutz und befreit Verbündete aus Betäubung. Das zählt, das geht auch bei dem 4. Das heißt, das könnt ihr dann beispielsweise dafür benutzen, um zumindest euren Subsquad, natürlich nur, nicht alle 10 Leute, aber euren Subsquad, aus dem 4 rauszubrechen. Das können natürlich auch noch viele andere Leute, beispielsweise Chaos Kronos können Stabilität vorher geben oder können auch Zustände entfernen und auch Guardians können Zustände entfernen oder einfach Stabilität geben und sowas. Das heißt, auch hier müsst ihr situationsbedingt und vor allem teambedingt selber gucken, wie kommen wir aus diesem 4 raus? Macht das vielleicht irgendwer anderes oder müssen wir das machen? Wenn ihr das machen müsst, könntet ihr beispielsweise, wie gesagt, beschützt mich mitnehmen. Andere Beispiele sind zum Beispiel schlammiges Terrain. Das könnt ihr beispielsweise, das immobilisiert, das könnt ihr zum Beispiel im Escort-Event benutzen. Denn im Escort-Event hat man, wie bereits schon gesagt, diese Wags, die von hinten und von vorne kommen, die man immobilisieren muss. Dadurch, dass man beim Escort-Event permanent rumläuft, bringen Geister eh nicht ganz so viel. Das heißt, da könntet ihr beispielsweise die Stun-Glyphe nehmen und die Wegpush-Glyphe und dann noch schlammiges Terrain, um die Wags zu immobilisieren und dann vielleicht sogar noch umschlingen. Und auf einmal habt ihr ein komplett, und dann sagen wir einfach noch Heilquelle, um auch hier Zustände zu entfernen. Denn auch hier wird man ja hin und wieder mal gefeiert oder kriegt Zustände von den Gegnern. Dann habt ihr auf einmal ein komplett anderes Setup unten drin als bei jedem anderen Boss. Und das bei so einem lappigen Boss wie das Escort-Event. Aber ist es halt so, man kann sehr viel anpassen, wie ihr seht. Und man muss wirklich jetzt extrem abhängig vom Team entscheiden, was muss ich wann wie mitnehmen. Darum werden wir uns gleich dann auch noch, wie gesagt, alle Raid-Bosse, und das werden wir anstelle der Rotation machen, werden wir alle Raid-Bosse gemeinsam durchgehen. Und ich sage euch, welche Option an Utility-Skills es geben würde, wie er situationsbedingt an den Boss angepasst und wie in den meisten Fällen die Teams aufgebaut sind, wie ihr eure Utility-Skills anpassen könnt, um da gezielt halt mitzuhelfen bei bestimmten Sachen. Wir haben jetzt schon sehr viel gelernt, was wir alles machen müssen. Wir müssen heilen, wir müssen Macht geben, wir müssen eventuell Verwundbarkeit machen, wir müssen eventuell Stabilität geben, wir müssen eventuell Schutz geben, wir müssen eventuell Verwundbarkeit auf den Gegner machen und so. Also, und das immer nur eventuell, wir wissen das vorher nicht. Das kommt immer auf den Boss und das Team an. Also, ja, und jetzt geht das Ganze weiter. Nachdem wir die Utility-Skills jetzt größtenteils durchhaben, denn das waren jetzt so mehr oder weniger größtenteils die wichtigen, die man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte, müssen wir das Gleiche mit den Pets machen. Denn Pets haben natürlich auch, die sind nicht nur einfach da, um ein bisschen mit Damage zu machen, die haben natürlich auch sehr coole Fähigkeiten. Und darum kommt das jetzt als nächstes, die Pets, fangen wir direkt an mit dem Elektro-Wyvern. Das ist mein Bertie, der hier neben mir steht. Das Gute am Elektro-Wyvern ist, der hat ziemlich viel CC. Der hat einmal mit dem F2 dieses nach vorne stürmen und Gegner hochschleudern. Das macht sehr viel Breakbar-Schaden. Und vor allem, der hat, wenn ich mal K drücke, der hat auch noch hier irgendwo, Flügelstoß. Der hat auch noch auf seinen Auto-Attacks, was er hin und wieder mal macht, auch hier, schleudert euren Gegner mit mächtigen Flügelschlägen nach hinten. Auch hier hat er noch einen CC, den kann man zwar nicht gezielt
gezielt auswählen, dass er den macht, aber den macht er zwischendurch einfach mal so randommäßig von sich aus. Das heißt, wenn das gerade zufällig macht, wenn eine Breakbar da ist, hat man hiermit sogar noch auch zusätzlich Breakbar-Schaden, noch zusätzlich zu dem gezielten F2, den man machen kann. Das heißt, das ist so ein Pet, den hat man meistens, also bei den meisten Bossen hat man den dabei, weil man irgendwie in irgendeiner Weise muss man immer eine Breakbar brechen. Und das kann man halt mit dem Elektrowürfern sehr gut machen. Darum, den hat man sehr, wirklich sehr oft mit. Dann oft reicht es, wie gesagt, wenn wir sonst nichts machen müssen. Wir müssen nur eine Breakbar brechen und wir müssen uns aber sonst um nichts kümmern. Nicht um Verwundbarkeit, nicht um Wut und sonst irgendwie nichts. Sondern wir können als zweites im Prinzip einfach nur ein Pet nehmen, was einfach nur Damage macht. Dann könnt ihr die Inge nehmen. Das ist nämlich der Iboga. Und der hatte eigentlich einen ganz guten Damage. Der war eine Zeit lang, war der mal so verbuggt, dass das absolut stärkste Pet von allen war. Und es hat so extrem viel Schaden gemacht, dass selbst der Heal Druid richtig hohen DPS hier am Golem hatte. Und natürlich auch im Raid. Allerdings wurde er danach natürlich relativ schnell genervt und sogar seitdem mehrfach genervt. Aber der ist immer noch ganz in Ordnung. Das Gute ist, der macht beispielsweise auch Immobilisieren. Ups, da habe ich meinen Stift wieder weggeworfen. Er macht zum Beispiel auch Immobilisieren. Auch das kann man gezielt machen. Und macht hier beispielsweise auch noch Konfusion auf Gegner. Das heißt, man hat noch ein bisschen zusätzlich Zustände auf den Gegner, was auch ziemlich cool sein kann. Denn es gibt ja Klassen, wie zum Beispiel den Holo, der mehr Schaden macht, die mehr Zustände oder einzigartige Zustände auf dem Gegner sind. Hiermit könnte man beispielsweise noch Konfusion und Pein zusätzlich auf den Gegner kriegen. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen. Es gibt Bosse, die wandeln Zustände in Segen um. Und da wird Konfusion, glaube ich, in Vergeltung umgewandelt. Und sobald ein Boss Vergeltung hat, töten sich alle DPSler total schnell da dran. Vor allem Holos und auch Weaver. Wenn man einen Gegner Vergeltung hat und ein Holo oder ein Weaver ballern ihre Burst-Rotor in den Boss rein, dann sind die innerhalb von 2 Sekunden tot. Von daher, da muss man ein bisschen aufpassen, dass nicht bei bestimmten Bossen Konfusion in Vergeltung umgewandelt wird. Das kann vorkommen. Naja, so gehen wir weiter Pets durch. Dann haben wir als nächstes, haben wir noch... den muss ich natürlich auch auswählen. Vogel, nämlich Roter Moa. Das Gute am Roten Moa ist, der gibt Wut. Das heißt, hier hätten wir eine Möglichkeit, wenn wir Wutprobleme im Team haben, zusätzlich zum Horn und eventuell natürlich hier diesen Trade, den wir schon gelernt haben, beim Tiergefährtenwechsel, auch noch Wut zu bekommen, hätten wir hier auch noch den Vogel, der Wut gibt. Das Coole ist, das hat einen relativ hohen Radius mit 600. Das heißt, man trifft definitiv die Leute, die sonst wo in der Arena rumwuseln. Er gibt auch noch 17,5 Sekunden Wut, allerdings auf einem 25 Sekunden internen Cooldown. Gibt also keine 100%ige Wut-Uptime, aber die Chronos, die wollen ja auch wenigstens nur einmal Wut haben, damit die es ab dann scheren können. Und darum reicht das eigentlich schon mit dem Moa. Das kann man also hiermit ganz gut machen. Natürlich aufpassen, dass ihr das bei einem Raid-Boss erst nach dem Boon-Reset macht. Wie schon gelernt, immer wenn man bei einem Raid-Boss anfängt, kommt nach ein paar Sekunden ein Boon-Reset, wo alle Segen entfernt werden. Man sollte das also erst danach benutzen, den F2, und damit Wut verteilen. Eine andere Alternative für Wut wäre beispielsweise auch noch hier der... der Tiger, das Gute am Tiger ist, der kriegt im Prinzip eine 100%ige Wut-Uptime hin. Denn ihr seht, der gibt hier 11,5 Sekunden Wut auf einem 10 Sekunden Cooldown. Das heißt, man hat im Prinzip, die Wut läuft nie aus. Selbst wenn die nicht geschert wird durch die Chronos, gut, kommt eigentlich nicht vor. Warum sollte die auch von den Chronos nicht geschert werden? Aber man könnte allein nur durch den Tiger eine 100%ige Wut-Uptime hinkriegen. Und der Tiger hat auch noch einen höheren DPS als der Moa. Das heißt, generell die Katzen haben im Prinzip fast von allen Pets mit den höchsten DPS. Ist also auch nicht schlecht. Allerdings, und hier ist das Problem, der Radius hiervon ist nur 240. Gerade bei dem Vogel waren es ja 600, hier ist es nur 240. Das ist relativ gering. Das heißt, wenn gerade zufällig irgendein Teammitglied gerade nicht wirklich gut an euch dran steht oder am Pad, und manchmal rennen die ja sonst wo rum und ihr benutzt dann den F2 und ihr seid alle zu weit weg, dann kriegt ihr eventuell die Wut gar nicht ab. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, der Tiger wäre auch eine Alternative für Wut. Dann haben wir noch hier den Hubschraubär. Das ist der ganz normale Braunbär. Das Gute bei dem ist, der hat Abschütteln, nämlich befreit euch und alle Verbündeten in der Nähe von einem Zustand. Das ist zum Beispiel auch gut in Bossen, wo man viel mit Zuständen zu kämpfen hat und wo man gezielt ganz schnell bestimmte Zustände weghauen muss, wie zum Beispiel bei Doom. Bei Doom ist es ja, wie gesagt, wenn man da diesen Soul Rip kriegt, wo man wo die Seele aus seinem Körper gerissen wird und man seine Seele wieder einsammeln muss, da kriegt man auch sehr hohe Pein-Stacks und man muss ja laufen, und Pein macht ja mehr Schaden, wenn man läuft. Aber man muss laufen, um zu seiner Seele zu kommen. Und
Da ist es so, dass die Pein ganz, ganz schnell entfernt werden muss. Und das kann man halt, wie gesagt, einerseits kann man safetymäßig die Heilquelle nehmen, andererseits aber auch den Bären, um einfach ganz schnell mit F2 die ganzen Leute von der Pein zu befreien. Das heißt, das ist auch eine ziemlich coole Sache, da in dem Fall den Bären zu benutzen. So, machen wir weiter. Es würde theoretisch, den habe ich sogar gar nicht benannt, habe ich vergessen, den Dschungelpirscher, den nimmt man aber wahrscheinlich heutzutage nicht mehr wirklich. Das Gute bei dem Dschungelpirscher ist, erstens ist es eine Katze, darum macht er halt auch einen relativ hohen DPS, wie alle Katzen, und er gibt 5 Macht. Auch nicht mega toll. 17 Sekunden ist ziemlich viel. Auf einem 25 Sekunden Cooldown kann man ein bisschen benutzen, um zusätzlich Macht zu generieren, aber eigentlich braucht man das nicht. Darum ist er bei mir auch nicht benannt, weil ich ihn eigentlich nie mit drin habe. Man sollte es nur wissen, dass man sowas theoretisch machen kann, wenn man wirklich überhaupt nicht gut wirklich auf Macht-Uptimes kommt. Und dann haben wir noch hier Harry, die Felsgazelle, die gibt es nur in POF, genauso wie auch den Iboga. Das Gute an der ist, der hat auch ziemlich viel CC. Der macht ja auch mit dem F2, mit der Kopframme, macht er auch Hochschleudern. Hat er sonst noch? Ich gucke gerade mal. Ja genau, der hat hier auch noch, genauso wie der Wyvern, hat der hier auch noch 2 Sekunden Benommenheit mit dem Sturmangriff, den er auch automatisch macht. Das heißt, wenn ihr hier eine Kombination aus Harry und Berti macht, also Felsgazelle und Wyvern, dann habt ihr sogar 2 Pets, die sehr viel CC'en. Das könnt ihr beispielsweise benutzen bei Bossen, die man sehr oft CC'en muss, wie beispielsweise Samarok. Da muss man ja alle 10% muss man ja eine riesengroße Breakbar brechen. Und hier mit einem Doppel-CC-Pet zu spielen, ist zum Beispiel auch eine gute Alternative. Da kann man die dann entweder beide hintereinander direkt machen oder aber für jeden CC ein Pad benutzen. Für die eine Breakbar-Phase das eine Pad, das hat dann Cooldown, wegen 20 Sekunden Cooldown, dann in der nächsten Breakbar-Phase den Wyvern, der hat 30 Sekunden Cooldown sogar. Also den kann man dann so abwechseln. Das ist auch eine Möglichkeit, die man hat. Machen wir weiter. Dann haben wir noch den Jacaranda. Das ist bei mir Gizmo, der beispielsweise macht Verwundbarkeit. Denn ihr seht hier 5 Verwundbarkeit und auch noch 5 Sekunden Immobilisieren. Was kann er sonst noch? Noch mehr Verwundbarkeit hier auch mit dem Auto-Attack, Rufblitze. Rufblitze macht er also auch standardmäßig. Das heißt, auch hier, der hilft ein kleines bisschen mit bei Verwundbarkeitsproblemen im Team. Auch ein DPS-Pad. Wenn man also sozusagen an Unterstützung überhaupt nichts braucht, man muss im Prinzip nur Schaden machen, man muss keine Wut verteilen, man muss keine Breakbars brechen, man muss im Prinzip überhaupt nichts machen und es geht einfach nur darum, ein bisschen Schaden zu machen, dann kann man beispielsweise die Kombination aus Jacaranda und Iboga spielen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und dann als letztes haben wir hier noch, was zumindest für den Heildruiden wichtig ist. Klar, es gibt noch viel mehr Pets, und wenn wir uns dann später die anderen Builds wie Condidruid und sowas angucken werden, werden wir vielleicht auch noch auf das eine oder andere zusätzliche Pet treffen. Aber jetzt hier für den Heildruiden reicht das erstmal. Und als letztes halt, wie gesagt, noch, du musst rauchen, nämlich die Rauchschuppe. Der ist nämlich cool, hauptsächlich für Utility, den werden wir eigentlich in Kämpfen selbst so gut wie gar nicht benutzen. Der kann nämlich hier ein Rauchfeld machen und wenn man ein Rauchfeld, ein Explo-Finisher reinmacht, wie ich jetzt hier mit dem Horn 5, dann wird man unsichtbar. Das heißt, man kann das benutzen für Skip-Passagen, gerade in Fraktalen wird es sehr oft benutzt, in Fraktalen wird ja auch sehr viel geskippt. Da läuft man ja im Prinzip nur von Boss zu Boss und macht so gut wie gar keine Trash-Mobs. Und da kann man beispielsweise mit der Rauchschuppe immer ein Rauchfeld legen und dann blasten alle rein. Natürlich sollen die anderen Spieler auch noch mithelfen mit Explo-Finishern. Und dann könnte man halt die Rauchschuppe dafür benutzen. Oder aber auch, und das ist auch eine Sache, die hat man in letzter Zeit bei einigen Raid-Rekorden gesehen. Ich habe das schon in einem Video auch hier zum Druid angesprochen, dass man oft das Problem hat, dass man erstmal zu einem Boss hinlaufen muss, wie zum Beispiel Sabeta. Die steht auf ihrer Plattform, man muss über die Brücke laufen und irgendwann kommt man dann am Ende der Brücke in Kampf und hat noch einen echt weiten Weg vor sich, um erstmal Sabeta zu erreichen, während man im Kampf ist, obwohl man total langsam ist und die Zeit schon läuft. Das ist natürlich doof. Die Sache ist, wenn man unsichtbar zu der läuft, dann beginnt der Kampf wirklich erst, wenn man da ist, beziehungsweise wenn die einen sieht. Das heißt, man kann theoretisch am Anfang die Rauchschuppe benutzen, das Feld machen, alle blasten rein, alle helfen mit, alle 10 Leute werden dadurch unsichtbar, man tauscht das Pad wieder aus durch irgendein sinnvolles Pad und dann laufen alle unsichtbar zum Boss und erst wenn alle da sind, dann wird angegriffen und dann geht der Kampf auch wirklich erst los, wenn man neben dem Boss steht. Das wurde auch in einigen der letzten Raid-Rekorde so gemacht, bei Gorseval oder Sabeta beispielsweise. Das wäre also auch eine Möglichkeit, wie man das sogar auch in Raids benutzen kann. Aber ja, das waren im Prinzip die Pets. Also auch hier, genauso wie bei den Trades, wie bei den Builds und bei den Utility Skills, muss man die Pets je nach Situation durchwechseln und selber entscheiden, was nehme ich wie wann mit.
Und auch das, wenn wir uns jetzt gleich die Beispiele angucken, die Raid-Bosse, wann ihr wie was mitnimmt, werden wir uns auch jeweils die sinnvollsten Pets mit angucken, die man nehmen kann für jeden Raid-Boss. Bevor wir das jetzt aber anfangen, noch ein paar generelle Tipps und Tricks zur Spielweise. Es gibt nämlich ein paar coole Kombinationen, die man machen kann. Erstens, es ist ein kleiner DPS-Increase, den aktiven Skill vom Sonnengeist zu benutzen. Der Sonnengeist, der macht dann Brennen nochmal an Verbündeten. Jetzt ist natürlich, jetzt will man den Sonnengeist damit nicht zerstören, weil hier, da steht ja Sonnenflecken. Euer Sonnengeist opfert sich selbst und setzt die Strahlkraft der Sonne gegen eure Gegner ein. Das heißt, man kann hier theoretisch blinden und auch nochmal Brennen auf den Gegner machen, was ein kleiner DPS-Increase ist. Allerdings opfert sich der Sonnengeist. Das heißt, man will den im Prinzip nicht einfach zerstören, weil sonst verliert man ja den passiven Buff, dass alle Leute alle 8 Sekunden Brennen auf den Gegner machen. Das heißt, man im Idealfall nutzt man das kurz bevor der ausläuft. Entweder kurz bevor eine Phase zu Ende ist. Das heißt, wenn ihr wisst, ein bestimmter Raid-Boss, der hat eh eine Phase, eine Zwischenphase, sobald er 66% Lebenspunkte erreicht. Das ist beispielsweise bei Vale Guardian so oder auch bei Gorseval. Dann könnt ihr natürlich kurz vorher diesen Skill zünden. Oder auch kurz bevor ein Boss generell tot ist, könnt ihr das zünden, um nochmal schnell ein bisschen mehr Damage auf den Boss zu kriegen. Oder aber generell, bevor der Geist eh ausläuft. Denn die stehen ja nicht für immer, die stehen für 60 Sekunden. Das ist zwar sehr, sehr lange, aber natürlich nicht für immer. Und das reicht natürlich auch nicht, um einen Raid-Boss komplett zu besiegen. Aber bevor der eh ausläuft, könnt ihr den natürlich benutzen. Und hier gibt es einen coolen Trick, um rauszufinden, wie lange der Sonnengeist noch steht, indem ihr nämlich einfach den Frostgeist vorher stellt. Ihr stellt vorher den Frostgeist. Und danach ein paar Sekunden den Sonnengeist. Und dann, sobald der Frostgeist weg ist, das heißt, sobald der automatisch auf Cooldown geht, denn wenn der Frostgeist jetzt ebenfalls nach 60 Sekunden ausläuft, wisst ihr, kurz danach macht das auch der Sonnengeist. Das heißt, sobald ihr seht, der Frostgeist geht auf Cooldown, könnt ihr danach einfach den aktiven vom Sonnengeist benutzen, weil der würde dann ja eh kurz ein, zwei Sekunden später ebenfalls ausgehen, um dann sozusagen, das sozusagen dann einfach als Faustregel, als ja, dass man sehen kann, wann läuft der Sonnengeist aus, wann kann ich jetzt noch diesen kleinen Burst hinterher machen. Das ist schon mal der erste Trick, den ihr euch sozusagen merken könnt. Und jetzt haben wir noch ein paar Kombos. Ich gucke gerade mal, kann man hier irgendwie seine Astralform auffüllen? Ne, okay, wenn ich hier Cooldowns resette, kriege ich leider keine Astralform. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich fühle mich gut. Es gibt nämlich noch ein paar Kombos, die man nutzen kann. Denn wir heilen natürlich nicht nur mit den Fertigkeiten von unserer Avatarform und mit unseren Stabskills, sondern wir können auch Kombos benutzen. Das kann ich hier mal grob zeigen. Jetzt ist der Frostgeist weg, jetzt kann ich zum Beispiel den, ja gut, war jetzt sogar zu spät. Ihr müsst also sozusagen noch ein bisschen, ein kleines bisschen länger warten, bis ihr den Sonnengeist stellt. Aber ich habe da gerade gesehen, der Frostgeist ging auf Cooldown und dann wollte ich halt den aktiven benutzen, aber der Sonnengeist ist leider kurz vorher gestorben. Also ihr müsst das ein bisschen verzögern, aber wie gesagt, das ändert ja nicht daran, wie man das sehen kann. So, jetzt zu den Kombos. Ich habe ja bereits schon ein Video zu Kombos gemacht. Da haben wir eigentlich schon gelernt, was Kombos sind, Kombo-Felder, Kombo-Finisher. Aber es gibt natürlich bei den Druiden ein paar coole, die man machen kann. Beispielsweise der 5er-Skill ist ein Wasserfeld und der 3er-Skill vom Stab ist ein Explo-Finisher. Wenn ich da jetzt einen Explo-Finisher reinmache, dann seht ihr, dann steht in der Mitte des Bildschirms Bereichsheilung. Wenn ihr jetzt auch noch mit, weil wir ja eventuell Quick-Draw mit haben und wir gehen im Kampf, gehen wir auf den Stab, dann können wir das eventuell sogar zweimal benutzen. Das kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Ich spawn einfach mal irgendeinem random Arschloch, so. Jetzt resette ich meine Cooldowns, jetzt gehe ich in den Kampf. Dann kann ich euch eine coole Combo zeigen, denn ich gehe jetzt in den Kampf, löse Quick Draw aus, mache den 3er-Skill, mache jetzt den 5er-Skill und ihr seht, jetzt kommt gleich der 3er-Skill auf einem viel niedrigeren Cooldown wieder und dann kann ich nochmal den 3er-Skill reinmachen. Gut, war jetzt doof getimt, ich mache es einfach nochmal. War nämlich echt dämlich, dass ich es jetzt so schnell hintereinander gemacht habe. Ihr müsst dann den 5er-Skill ein bisschen verzögern. Ihr seht schon, ich bin eine absolute Druiden-Profi, dass ich so diese Timings wirklich gut drauf habe. Also nochmal. Resetten Cooldowns. Gut. Ich bin jetzt gerade in den Kampf gegangen und habe versucht, meine Cooldowns zu resetten. Auch wieder sehr sinnvoll, aber egal. So, also wir wechseln, lösen Quick Draw aus, benutzen den 3er-Skill. Jetzt warten wir einfach ein bisschen
Und jetzt können wir direkt als nächstes den 5er-Skill machen und nochmal den 3er-Skill rein. Und nochmal erstens zweimal hintereinander den 3er-Skill gemacht zu haben, was heilt. Und dann sogar auch noch die Kombination aus Wasserfeld und Explo-Finisher rein. Das heißt, das ist schon mal eine erste coole Kombination. Eine andere Kombination wäre natürlich im Wasserfeld legen und nicht nur den 3er-Skill reinmachen, sondern auch noch den Horn 5er. Der ist ja auch ein Explo-Finisher. Das heißt, auch den können wir in ein Wasserfeld blasten. Können wir auch mal, ich kann ja mal beides machen. Also Wasserfeld legen, ein Blast rein, wechseln. Und noch ein Blast rein. Da haben wir sogar zweimal Bereichsheilung gemacht durch Explo-Finisher. Jetzt haben wir das Ganze auf dem himmlischen Avatar auch noch. Jetzt muss ich den mal auffüllen. Jetzt kann ich das ja nie zeigen hier, was der himmlische Avatar macht. Darum einfach mal rein, einfach mal hingehen und attackieren. Denn durch Damage, ihr seht, durch Damage füllt sich der Avatar auch auf. Allerdings langsamer als durch Heilung. Denn in den Trades haben wir hier, ihr seht, Astralkraft pro Heilung 1,12%, Astralkraft pro Schaden 0,75%. Also Schaden gibt ein bisschen weniger, aber füllt die Avatarform auch auf. Von daher solltet ihr natürlich auch die ganze Zeit permanent mit angreifen. So, und wir haben jetzt in der Avatarform, wenn die dann irgendwann endlich mal aufgefüllt ist, bitte, haben wir nämlich auch noch verschiedene Felder. Wir haben hier beispielsweise der 4er-Skill, der ist ein Feld. Da könnten dann andere reinblasen. Ich meine, wir können da jetzt nicht reinblasen, weil wir, solange wir das channeln, können wir natürlich nichts anderes machen. Aber das wäre ein Wasserfeld. Das heißt, hier könnten jetzt andere Leute reinblasten. Der 3er-Skill, den ich euch dann gleich zeigen werde, der 3er-Skill, der ist ebenfalls ein Explo-Finisher. Das heißt, auch hier, wenn ihr beispielsweise mit der Heilquelle spielt und ihr legt die Heilquelle und geht dann in die Avatarform, dann könnt ihr auch da reinblasten in das Wasserfeld. Ich kann das jetzt leider nicht machen, denn erstens habe ich die Heilquelle gerade nicht da und zweitens, weil es eine Falle ist, löst die nur aus, wenn man Schaden bekommt. Und ich bin der volle Lebenspunkt, das heißt, die löst dann auch gar nicht aus. Aber ich kann euch trotzdem zeigen, dass es ein Explo-Finisher ist, sobald die Avatarform dann irgendwann auch mal wieder voll ist. Hoffentlich. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Aber ich wüsste auch gerade nicht, wie ich die anderen auffüllen. Kann ich vielleicht mit dem Stab jetzt da vielleicht schneller, wenn man da schneller angreift. Man macht mehr Ticks auf den Gegner. Es scheint ein bisschen schneller zu gehen mit dem Stab. Auto-Attack. Auch vielleicht eine coole Sache, die man sich als Druiden-Main merken sollte. Weiß wahrscheinlich auch jeder Druide. So, dann haben wir hier nämlich hier haben wir jetzt nämlich den 3er-Skill. Das heißt, den kann ich reinballern. Der ist ein Explo-Finisher. Und jetzt habe ich den sogar mit Quick Draw. Und ihr seht, ich kann ihn jetzt direkt nochmal benutzen, weil ich schnell ziehen hatte. Also kann ich zweimal hintereinander ganz schnell diesen Einschlag machen und super gut heilen. Natürlich eine Top-Sache. So, und jetzt aber noch eine Sache, wie man eigentlich die Macht hochzieht. In den meisten Fällen ist es so, ihr müsst die Avatarform nicht immer komplett auslaufen lassen. Ihr könnt die auch frühzeitig beenden und dann wird euch nicht die komplette Avatarform abgezogen. Das ist eine coole Sache. So könnt ihr nämlich beispielsweise in die Avatarform reingehen, den 4er-Skill durchchanneln, der halt ganz viel Macht gibt, dann noch den 2er-Skill hinlegen und einfach wieder rausgehen. Das kann ich euch gleich einfach mal zeigen, sobald das hier aufgefüllt ist, der Scheiß. Mann, ey, geht das nicht irgendwie schneller? Wenn jetzt hier irgendein Druiden-Main wäre, der könnte mir bestimmt sagen, wie man am Golem seine Avatarform schneller vollkriegt. Aber da ich nun mal eigentlich ein DPS-Spieler bin und ihr meine Videos guckt, müsst ihr da mit mir jetzt durch. So, haben wir es dann bald. Also das ist im Prinzip so. Im Raid geht es natürlich schneller. Da heilt ihr natürlich die ganze Zeit Leute. Und ihr habt auch noch den Wassergeist da, der die ganze Zeit heilt, der passiv einfach dasteht und eure Avatarform auffüllt. So, das heißt, ihr könnt beispielsweise reingehen, den 4er-Skill drücken, dann noch den 2er-Skill hinterherlegen und einfach wieder rausgehen. Dann seht ihr, dann geht die Avatarform danach nicht komplett weg. Dann könntet ihr beispielsweise jetzt einfach wieder warten und jetzt hoffentlich innerhalb der Zeit kriegt ihr eure Avatarform wieder aufgefüllt, dann könnt ihr wieder rein, dann könnt ihr wieder nach Macht stacken und wieder die 4 und die 2 und wieder raus und danach wieder, sobald der Cooldown da ist, wieder rein. Im Raid füllt man, wie gesagt, seine Avatarform deutlich schneller auf und kann dann wirklich fast auf Cooldown, denn der hat hier 10 Sekunden Cooldown, wie ihr seht, man kann wirklich fast auf Cooldown immer wieder rein. Kommt natürlich auch auf den Boss an, in manchen Bossen kriegen die Leute mehr Schaden, das heißt, man heilt mehr, man kriegt die Avatarform schneller voll, in manchen Bossen kriegen die Leute nicht so viel Schaden, dann kriegt man die auch langsamer voll, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man nicht so viel heilen muss und es einfach nur ums Machtstacken geht, dann kann man hier so ein paar Skills benutzen und Machtstacken und dann wieder rausgehen und dann schnell wieder innerhalb des Cooldowns wieder aufladen und dann schnell wieder
Macht hochstecken. Meine Macht ist jetzt natürlich kürzer, weil ich gerade nicht darauf achte, dass ich das Konzentrationssiegel auslöse. Tut mir leid, da habe ich mir den Hals fusselig geredet. Das heißt, ich habe gerade nicht diese 60%. Durch die 60% würden die natürlich noch deutlich länger an sein, die Macht und sowas alles. Und dann kriegt man auch eine sehr gute Macht-Uptime hin. Das ist im Prinzip so die Variante oder die im Prinzip das die Hauptaufgabe, wie man die Macht verteilt. Man geht immer in den Avatar rein, macht ein paar Skills, vor allem die 4 und die 2, dann geht man wieder raus. Füllt so schnell es geht seine Avatarform wieder auf, geht wieder rein, macht die 4 und die 2 und geht wieder raus. Vor allem beim Condi-Druid werden wir das so sehen. Da kann ich das vielleicht auch besser zeigen dann letztendlich, wie man da die Macht stackt auf dem. Aber wie gesagt, wir wollen permanent 25 Macht auf unserem Team haben. Natürlich ein bisschen unterstützt durch die Chaos-Kronos oder generell die Kronos. Aber der Großteil muss von uns kommen und dafür müssen wir auf Cooldown in die Avatarform, da Sachen spammen und dann wieder raus und wieder rein und so weiter. Also, das im Prinzip zur Spielweise und zur Rotation, denn mehr haben wir ja da auch eigentlich nicht. Klar, solange wir auf dem anderen Set sind, vor allem auf Axt, ich habe jetzt wie gesagt jeden Trade, ich kann einfach mal eine Axt reinnehmen, dann sehen wir da doch mal den Scheiß, auch wenn das hier keine Heilaxt ist, aber auf der Axt benutzen wir im Prinzip natürlich fast alle unsere Skills auf Cooldown, vor allem den Dreier-Skill, wenn Weaver anwesend sind. Ihr habt gesehen, ich habe es jetzt einfach geprecastet und das Pad hier oben hat diesen schwächenden Schlag schon drauf. Das heißt, so kann man bereits mit diesem Buff in den Teamfight gehen. Und der Gegner kriegt sofort Schwäche drauf, sobald der Kampf anfängt und das Pad einmal angegriffen hat. Dann freuen sich die Weaver. Und natürlich sonst auch den 4 und den 5 und dann kämpft man halt einfach mit und achtet drauf, dass man mit den abprallenden Äxten seine eigenen Raublinge bei Voltirion nicht tötet. So, jetzt haben wir wirklich so gut wie alles erstmal an Theorie gelernt, was ich euch beibringen kann. Wirkliche Druiden-Mains, die könnten euch wahrscheinlich noch viel mehr zu allem möglichen Zeug sagen. Wir haben ein paar coole Kombos gelernt, ein paar coole Sachen, die man so hintereinander machen kann. Ich kann euch jetzt einfach mal zeigen, wie das zum Beispiel aussehen würde, wenn man das Konzentrationssiegel mitnutzt. Denn ich habe das ja hier auf dem Horn, das heißt, ich würde beispielsweise auf dem Stab sein und würde jetzt hier wechseln, da vielleicht noch einen Skill machen und dann reingehen und jetzt habe ich hier das Konzentrationssiegel und dann würde ich hier meine Macht aufbauen. Dann seht ihr, dann habe ich jetzt schon 20 Macht auf 20 Sekunden Cooldown und der Cooldown von meinem himmlischen Avatar ist gerade mal 10 Sekunden. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich innerhalb der Zeit schaffen würde, meinen Avatar voll zu kriegen, was in einem Raid möglich ist, dann würde ich jetzt hier nach 10 Sekunden sofort wieder reingehen und nachstacken und dann kriegt man auch diese 25 Stacks Macht hin. Zusätzlich natürlich die Kronos, die machen ja auch so 5-6 Macht, das heißt, man muss nicht mal auf 25 kommen und dann geht das schon relativ schnell. Also, und dann, sobald ich aus dem Avatar raus bin, könnte ich halt mitkämpfen. Wenn ich Heilung brauchen würde, könnte ich auf den Stab gehen und dann halt, bevor ich in den Avatar gehe, halt zum Beispiel wieder auf dieses Set. Das macht das Ganze natürlich wieder ein bisschen schwieriger, da man so oft hin und her wechseln muss, um immer das Konzentrationssiegel auszulösen. Um es ein bisschen leichter zu machen, könntet ihr beispielsweise auf den Stab auch noch eins wechseln. Dann ist es egal, wann ihr wie auf welches Set wechselt. Ihr könntet immer einfach kurz bevor ihr in den Avatar geht, einfach das Waffenset wechseln, würdet immer das Konzentrationssiegel auslösen, würdet diese 60 Segensdauer kriegen. Natürlich nur, wenn ihr dieses Voll-Magi-Set spielt und dann könntet ihr damit auch Macht buffen. Also das sind alles so Kombinationsmöglichkeiten. Damit haben wir das jetzt durch. Ich muss noch mal was trinken, sonst gehe ich hier am Stock. Und dann werden wir uns mal die einzelnen Raid-Bosse angucken und durchgehen, was wir hier an Möglichkeiten haben. Also Leute, ich denke, das ist eine ganz gute Übung, wenn wir jetzt jeden Raid-Boss einmal durchgehen und uns angucken, welche Kombination aus Utility-Skills gibt es da, um den wirklich gut zu meistern, je nach Situation, weil so lernt man halt, auf was muss man achten und wie kombiniere ich die alle. Und damit wir da alle ein bisschen Übung reinkriegen, gehen wir das jetzt mal zusammen durch. Also fangen wir einfach an mit dem Talwächter. So, Talwächter ist ein Boss. Da haben wir einmal die Seeker. Die Seeker müssen aufgehalten werden, dass sie nicht zum Team kommen. Das heißt, als Elite nehmen wir schon mal Umschlingen rein. Dann, wir müssen keine Zustände entfernen und nichts. Das heißt, im Wassergeist können wir nutzen. Außerdem haben wir in den meisten Fällen eine Kombination aus Power-DPS und Condi-DPS bei diesem Boss. Da man ja auch in den Zwischenphasen Condis braucht. Das heißt, auch schon mal die Kombination aus Frostgeist und Sonnengeist ist auch schon mal richtig gut, um da das Team zu unterstützen. So, und jetzt kommt es darauf an, welche Taktik man fährt. In den meisten Fällen wird es heutzutage oft so gemacht, dass man nicht in die grünen Felder geht und einfach gegenheilt. Allerdings macht das extrem viel Schaden und da kommt man ganz normal nicht gegen an, wenn man nicht Schutz hat. Und darum nehmen wir noch den Steingeist beispielsweise mit. Dann hätten wir hier fast ein komplettes Setup an Geistern. Wir haben keine Glyphen dabei, das heißt, wir könnten hier auch den Trade rausnehmen.
der unsere Glyphen verbessert, bräuchten wir also auch nicht. Wenn ihr jetzt natürlich in die grünen Dinger mit reingeht, dann kommt es natürlich darauf an, wie gut kriegt ihr das Team am Leben erhalten und wie sieht generell eure Taktik aus bei dem Rest des Bosses. Dann könnt ihr eventuell auf den Schutz verzichten und ihr könnt beispielsweise auch Glyphe der Verstärkung nutzen. Um Wut muss man sich in den meisten Fällen nicht kümmern, denn es spielen sehr viele Chronos, spielen hier Chaos. Gut, ein bisschen Wut braucht man natürlich trotzdem, die müssen natürlich erstmal irgendwie Wut kriegen. Aber wir könnten beispielsweise einfach unser Horn einfach nur benutzen, um Wut ins Team reinzukriegen. Das würde in den meisten Fällen schon reichen. Und an Pets können wir jetzt einfach auch die Standardkombination aus dem Wyvern und den Iboga nehmen. Denn der Wyvern ist einerseits da, um eine Breakbar zu brechen. Das können wir einerseits in der Split-Phase machen, um beispielsweise den grünen oder blauen zu breaken oder einfach für den Veil Guardian. Oder aber auch, das habe ich euch leider nicht gezeigt, in der Avatar-Form der Dreier-Skill macht auch Breakbar-Schaden. Das ist dieser große Strahl, der von oben kommt, der Explo-Finisher war, das hatte ich mal kurz gezeigt, der macht auch Breakbar-Schaden. Das heißt, den kann man auch benutzen, um eine Breakbar zu brechen zusätzlich. Wäre aber, in den meisten Fällen sind die Breakbars nicht so oft und auch nicht so riesig. Da reicht eigentlich der normale Berti. Und dann ja, so für die Zwischenphasen halt der Iboga einfach, um Schaden zu machen. Verwundbarkeit braucht man in den meisten Fällen nicht, da heutzutage Veil Guardian sehr oft mit Holos gespielt wird und die machen ziemlich viel Verwundbarkeit. Klar, wenn Verwundbarkeit fehlt, können wir eventuell noch was anderes mitnehmen, aber eigentlich ist das hier so die Standardkombination. Also das hier wäre beispielsweise jetzt das Setup für den Talwächter mit allen Überlegungen, die man da so machen muss. So, gehen wir weiter zu Gorzeval. Gorzeval ist zum Beispiel eigentlich ein normaler Standard-Boss und eigentlich sogar auch fast nur ein Golem. Der macht im Prinzip nichts großartig Tolles. Darum können wir eigentlich unser normales Standard-Set nehmen. Wir nehmen hier die Geister mit und die Glyphe der Verstärkung. Auch Gorzeval ist ein Boss, wo auch oft mit sehr viel starken Power-Klassen gespielt wird, zum Teil aber auch mit Kondis. Das heißt, auch hier kann man sehr gute Kombinationen aus Frost- und Sonnengeist machen. Und man kann im Prinzip, weil man Schutz braucht man eigentlich nicht, weil so viel Schaden macht der Boss nicht, kann man also die Glyphe der Verstärkung im Prinzip das normale Standardbild spielen. Um Wut muss man sich auch keine großen Sorgen machen, weil wie gesagt, die Chronos spielen in den meisten Fällen die Chaos, genauso wie beim Veil Guardian. Und die können eigentlich auch für ihre Wut größtenteils selber sorgen. Und um die dann zu scheren, um Verwundbarkeit muss man sich auch keine Sorgen machen, denn auch da spielen die meisten Leute mit Holos und Renegades oder sogar auch Guardians. Das ist so ein typischer Boss für diese drei Klassen. Das heißt, Verwundbarkeit muss man sich auch nicht drum kümmern. Von daher kann man auch wieder theoretisch diese Utility-Skills spielen und auch diese beiden Pets. Das heißt, den Elektro-Wivern, um die Breakbar, die hin und wieder mal kommt, zu brechen und sonst einfach Damage machen mit dem Iboga. Das heißt, auch hier wieder den normalen Glyphen-Trade dann rein für Gorzeval. Was man aber links noch machen könnte, wäre beispielsweise Entangle spielen, um in den Split-Phasen diese großen Geister, die auf Gorzeval zulaufen, um die festzuhalten. Das kann man allerdings auch noch besser lösen, indem man nämlich nicht Entangle mitnimmt, sondern einfach in der Avatar-Form den Fünfer-Skill macht. Der Fünfer-Skill ist ein Channel. Und da fesselt man Gegner, auch das will ich jetzt einfach mal zeigen, ey. Dass man immer nur so kurz in der Avatarform ist, geht mir auf den Sack. Aber gut, ist halt so. Jetzt füllen wir noch einmal die Avatarform auf. Und das kann man sogar auch quick drawn. Das heißt, ihr könnt das sogar zweimal hintereinander benutzen. Und das ist sogar viel stärker und besser, als wenn ihr Entangle nehmt. Viele Pack-Druiden werdet ihr sehen, dass die mit Entangle, also Umschlingen, spielen. Aber mit dem Avatar 5er geht es viel besser. Warum? Wir gehen jetzt gleich einfach mal rein und vor allem, wir haben ja auch noch Quick Draw drin. Das heißt, wenn ich gleich in die Avatarform gehe, werde ich schnell ziehen, damit auslösen. Und dann gehen wir rein und machen den Fünfer-Skill. Und dann seht ihr, dann wird am Ende, wird der Gegner immobilisiert. Und das könnte ich sogar auch, das channelt jetzt sogar. Ihr seht, das immobilisiert die ganze Zeit. Und durch Quick Draw könnte ich sogar noch ein zweites Mal benutzen, um nochmal viel länger zu immobilisieren. Und das hält echt mega lange. Und das kann man beispielsweise bei dem gut spielen. Da muss man nicht unbedingt extra Umschlingen mitnehmen und kann einfach ganz normal weiter mit dem Geist hier spielen. Das ist also auch so ein kleiner Trick für Gorzeval. So, damit haben wir Gorzeval abgeschlossen. Gehen wir weiter zu Sabeta. Sabeta ist im Prinzip auch wieder Standard,
Außer eine Sache, wir können hier auch wieder diese ganz normalen Geister mitnehmen, wie wir sie hier haben, beziehungsweise Glyphen und Geister. Auch da muss man nicht großartig was anpassen. Allerdings spielen bei diesem Boss sehr viele Chronos nicht den ganz normalen Chaos-Chrono-Bild, sondern Dueling Illu. Wer sich an mein Guide zum Support-Chrono erinnern kann, Dueling Illu ist der, der den höchsten persönlichen DPS hat. Und dadurch, dass die Dueling Illu spielen, können die keine Wut geben, beziehungsweise können sich nicht selbst Wut geben und müssen wenigstens zum Scheren mal von irgendwem anderes Wut bekommen. Das heißt, wir müssen hier entweder mit dem Horn Wut geben oder aber durch diesen einen Trade hier unten mit dem. Oder aber wir nehmen jetzt hier beispielsweise als zweites Pet anstelle von dem Wyvern, weil bei Sabeta muss man so gut wie gar keine Breakbar brechen. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn wir einfach den Wyvern rausnehmen. Das schadet uns nichts. Die Breakbar kriegt man auch so gebrochen, die kleine von Knuckles, von diesem Zwischenboss. Und darum schadet es nichts, wenn wir einfach den roten Moa reinnehmen oder den Tiger, eins von beiden, Tiger oder roten Moa. Und dadurch geben wir einfach noch Wut. Das heißt, dadurch, dass die Chronos hier in den meisten Fällen Dueling Illu spielen und sich keine Wut geben können, müssen wir das übernehmen. Und das können wir beispielsweise einfach, indem wir das Pet mit reinnehmen. Das heißt, das wäre die spezielle Anpassung jetzt hier in diesem Fall für Sabeta, sofern die Chronos natürlich Dueling Illu spielen. Das muss man natürlich vorher abklären und das müssen natürlich auch die Druiden dann von den Messmann gesagt kriegen, wenn die auf einmal solche außergewöhnlichen Builds spielen. Was auch noch sein kann, dass ein paar das Teams Probleme mit der letzten Phase haben. Ab 25% ab Kader kommen ja diese Steinschläge vom Himmel. Und da ist es oft so, dass Teams oft Probleme haben zu überleben. Sollte das der Fall sein und die Teammitglieder kriegen da einfach zu viel Schaden rein und man frisst zu viel, dann kann man natürlich auch den Steingeist reinnehmen anstelle von der Glyphe der Verstärkung. Das wäre eine Möglichkeit. Und wie gesagt, wenn ihr kiten müsst als Druide, dann müsst ihr natürlich zwischen jedem einzelnen Flammenfeld immer wieder zu Sabeta rein, eure Avatarform durchziehen, um alle zu buffen, dann wieder rausrennen, aufs nächste Feuerfeld warten, wieder reinrennen, buffen, rausrennen und so weiter. Das geht, das machen auch viele so. Allerdings wird heutzutage auch oft mit, entweder man hat einfach einen zweiten Druiden dabei und einer bleibt im Team hauptsächlich zum Buffen, oder aber irgendwas anderes kite, zum Beispiel, was gut kiten kann, ist ein Necro. Ein Condi-Necro, ein Condi-Scourge, der hat einen relativ hohen DPS und kann trotzdem ganz gut kiten. Aber auch der rennt natürlich zwischen jedem Flagshot immer wieder rein, denn der will ja Buffs haben. Und Buffs gibt es nun mal nur in der Mitte. Das heißt, irgendeine Klasse, die einfach die komplette Zeit einfach stumpf außen steht und gar nichts macht, gibt's nicht. Alle müssen wieder bei Sabeta reinrennen. Und das empfehle ich auch jedem, sich das direkt anzugewöhnen, weil Buffs will man natürlich so oder so trotzdem haben. So, das wäre also auch eine Möglichkeit. So, gehen wir weiter zu Faultirion. So, Faultirion, da muss man auch gucken, wie das Team aufgebaut ist. Wir haben da, eventuell will man da einen Steingeist haben, wenn man wirklich große Probleme hat, am Leben zu bleiben. In den meisten Fällen ist das nicht der Fall. Wenn man beispielsweise gute Chronos hat und die Chronos ziehen immer die ganzen Raubling-Ads wirklich gut ins Team, sodass die Raublinge wirklich immer sterben, sobald die spawnen und man nie übermannt wird von diesen ganzen Raublingen, dann braucht man eigentlich in den meisten Fällen keinen Schutz. Dann reicht es, wenn man ganz normal spielt. Wenn man jetzt super mega Probleme hat, kann man natürlich mit Schutz nehmen. Standardmäßig braucht man das aber eigentlich nicht. Das heißt, man kann mit dem normalen Setup aus denen hier spielen. Eventuell will man Heilquelle mitnehmen, wenn Zustände Probleme machen. Denn es gibt ja diesen Schüttel, diesen Shake von Faultirion, dass er sich so schüttelt und ganz viele Zustände vergibt. Das kann man entweder durch Chronos abblocken lassen. Wenn die das aber nicht können und das Team auch nicht schafft, diese Attacke zu dodgen, auszuweichen zweimal, dann kriegen die super viele Zustände rein. Da kann die Heilquelle sinnvoll sein und auch genauso halt der Bär, der ebenfalls Zustände entfernt. Das heißt, das kann man machen, wenn man dann mit dieser Falle spielt, nimmt man natürlich auch hier diesen Fallentrade rein, um die Heilquelle, dass die noch einen niedrigeren Cooldown hat, das wäre eine Möglichkeit. Dann natürlich auch, wenn ihr die Aufgabe habt, euer Team aus dem 4 zu brechen, das kann man, wie gesagt, kann man das auch mit Stabi umgehen, wenn ihr Chaos-Chrono habt, können die das machen. Wenn ihr es aber nicht machen wollen und auch sonst niemand, dann könnt ihr beispielsweise auch Beschützt mich mitnehmen, um aus dem 4 auszubrechen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und jetzt aber auch noch, Faultirion ist auch so ein Standard-Boss, bei dem man ohne Kondi-Klassen spielt. Das heißt, das ist eigentlich ein reiner Power-Boss. Und wenn ihr jetzt auch noch keine Power-Klassen dabei habt,
die Verwundbarkeit machen. Das heißt, keine Guardians und auch keine Holos. Das heißt, ihr spielt im Prinzip nur mit Weavern. Dann könntet ihr auch ein Verwundbarkeitsproblem haben. Dann könnt ihr auch den Sonnengeist, weil er ja eh nur mit Powerklassen spielt, könnt ihr auch durch den Sturmgeist austauschen. Das heißt, das hier wäre jetzt zum Beispiel ein Setup, wo ihr euch angepasst hättet, dass ihr nur mit Powerklassen spielt, nur mit Webern. Ihr müsst aus dem Vier ausbrechen und eure Leute haben auch noch Probleme, mit Zuständen umzugehen. Das wäre dann hier eine Möglichkeit. Wenn ihr natürlich nicht aus den Vier ausbrechen müsst, dann könnt ihr natürlich auch weiterhin die Glyphe der Verstärkung nutzen und habt ihr dieses Setup. Wenn ihr absolut gar keine Probleme mit Zuständen habt, außer ein paar, dann müsst ihr natürlich auch den Bär nicht mitnehmen. Ihr solltet sowieso extrem viele Breakbar-Tiere mitnehmen. Das heißt, ihr könntet beispielsweise bei Voltirion könntet ihr mit zwei Breakbar-Tieren spielen, mit dem Wyvern und auch mit der Felsgazelle. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit für Voltirion und wie es heutzutage mit heutigen Setups oft gespielt wird. So, machen wir weiter mit Banditentrio. Gut, das ist scheißegal. Banditentrio, da könnt ihr spielen, was ihr wollt. Das ist wirklich komplett egal. Ihr könnt das Standard-Setup spielen. Ihr könnt das spielen, dass ihr ein bisschen mehr Verwundbarkeit habt. Ist eigentlich komplett euch überlassen, was ihr da spielt. Da muss ich euch nichts für vorgeben. Kommen wir aber zu Matthias. Der ist noch ganz interessant. Da würde ich auf jeden Fall wieder viel mit Geistern spielen. Da kommt es natürlich auch drauf an, spielt ihr viel mit Kondis, spielt ihr viel mit Power, mit was für Kondis spielt ihr? Wie gesagt, wenn ihr Holos und sowas alles dabei habt, dann braucht ihr, wie gesagt, um euch nicht um Verwundbarkeit zu kümmern, dann könnt ihr einfach so spielen. Das heißt, voll Geister, dann nehmt ihr natürlich wieder den Trade für die Glyphe raus und den mit dem Superspeed, der bringt sowieso bei Matthias was, wenn ihr Superspeed vergeben könnt, damit die Leute schneller nach außen und sowas alles rennen können. Das heißt, das ist eine gute Sache. Ihr müsst halt auch, wie gesagt, wenn ihr mit Holos oder Renegade spielt, und das sind sehr, sehr starke DPSler bei Matthias, dann müsst ihr euch auch nicht um Verwundbarkeit kümmern. Sollte allerdings Verwundbarkeit ein Problem sein, müsst ihr halt, wie gesagt, selber entscheiden, welchen Geist nehme ich jetzt raus, um dafür den Sturmgeist mitzunehmen. Wenn ihr Schutz aus irgendeiner anderen Quelle bekommt, weil ihr zum Beispiel Condi Daredevils, die sind auch sehr, sehr stark bei meinem Matthias, die können, wie gesagt, mit diesem Stehlen-Skill können die Schutz verteilen, dann braucht ihr natürlich keinen Steingeist. Wenn ihr keinen Condi Daredevil habt, der das macht, müsst ihr natürlich den Steingeist mitnehmen und eventuell einen anderen Geist rausnehmen. Wenn ihr nur mit Condis spielt, könnt ihr den Frostgeist rausnehmen. Wenn ihr nur mit Power spielt, den Sonnengeist. Oder aber ihr hofft einfach, dass das mit der Verwundbarkeit nicht so schlimm ist und die Verwundbarkeit aus irgendeiner anderen Quelle kommt, dann nehmt ihr halt keinen Sturmgeist mit. Also das wäre so was Typisches für Matthias. Und natürlich, klar, bei Matthias die Heilquelle. Denn auch bei Matthias gibt es extrem viel Probleme mit Zuständen und man muss extrem oft Zustände entfernen. Generell Regeneration ist bei dem Team auch, bei dem Kampf auch nicht schlecht, denn das Team muss oft irgendwie auseinanderlaufen. Das Team steht nicht sehr oft auf einem großen Haufen, oft sind einzelne Leute woanders. Und das ist natürlich nicht schlecht, wenn die eh gerade nicht da sind und gut geheilt werden können, dass die Regeneration auf den tickt. Außerdem auch eine coole Sache, der Vierer-Skill vom Stab, das ist der hier, diese Rankenwand, der entfernt Kühle. Und das ist besonders cool, bei Matthias, denn da gibt es ja diese Eisphase, wo die Leute regelmäßig Kühle bekommen. Und wenn die dann raus müssen, um eine Mechanik auszuspielen, weil die beispielsweise nach außen in so einen Brunnen laufen müssen, um ihr Gift abzulegen, und die haben Kühle drauf, dann brauchen die ewig. Und da könnt ihr im Prinzip euch schon mal merken, immer wenn einer bei Matthias rausläuft, könnt ihr dem diese Rankenwand hinterher schießen. Das entfernt dann die Kühle von dem und der kann schneller laufen. Das ist natürlich auch eine coole Sache bei Matthias. Und vor allem auch eine Sache, die sollte sich jeder Druide früher oder später angewöhnen. Wenn Matthias hochspringt und diese Scherbenattacke macht, wo er Scherben in alle Richtungen zerfetzt, die erstens super viel Schaden an allen Spielern machen, die zählen als Projektile und der kann man einfach diese Wand unter den setzen. Und wenn er dann die Scherben macht, dann werden alle Scherben in Heilprojektile umgewandelt und es kann nichts passieren. Da muss auch das Team nicht dodgen. Und das Coole ist, der Cooldown von diesem Skill, der passt ungefähr genau mit dem Cooldown von Matthias überein. Das heißt, wenn ihr es einmal schafft, diese Stabwand unter den zu setzen, wenn ihr diesen Sprung macht, dann könnt ihr immer, wenn dieser Skill wieder vom Cooldown runter ist, wissen, ey, jetzt macht ihr diese Stabwand gleich wieder und könnt euch schon mal bereit machen, gleich wieder die Stabwand unter den zu setzen. Und ein richtig guter Druide, der kann unter jeden einzelnen Sprung von Matthias kann er so eine Stabwand runtersetzen, um diese eine wirklich große böse Attacke, die oft Leute Downstate haut, komplett zu negieren und dass dem Team nichts passieren kann. Das sind also so zwei so Tricks, die man bei Matthias anwenden kann. Als Pets könnt ihr hier einfach normal beispielsweise
mit Iboga und Wyvern spielen. Wyvern, man muss regelmäßig mal eine Breakbar brechen, da ist der Wyvern ganz gut für. Wenn ihr super mega Probleme mit Breakbars habt, könnt ihr natürlich auch zwei Breakbar-Pads mitnehmen, sonst aber normal Wyvern und Wyvern und Iboga. So, kommen wir zum nächsten Wing, Wing 3 Escort. Gut, da muss ich jetzt nichts groß zu sagen, da habe ich schon gesagt, was man nehmen könnte. Man könnte alle Geister rausnehmen und sowas wie Push-Glyphe, Benommen-Glyphe und schlammiges Terrain und sowas alles mitnehmen und vielleicht sogar auch noch Entangle, aber auch da Escort ist komplett euch überlassen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und letztendlich, ihr müsst da ja nur irgendwie durchrennen und es ist egal, was für Pets und sowas nicht. Man muss natürlich auch keine Breakbars brechen, man muss auch sonst nichts machen. Ihr könntet natürlich rein auf die Fresse Damage-Pets mitnehmen, Iboga und Jacaranda wäre natürlich eine Möglichkeit, aber das ist nicht so interessant. Jetzt kommen wir zum nächsten Interessanten, nämlich zum festen Konstrukt. Festen Konstrukt ist so, da kommt es auch wieder natürlich, ups, jetzt habe ich das zugemacht, kommt es natürlich wieder auf euer Team an, was ihr letztendlich da spielt, aber man muss sich um keine Konnis kümmern, man hat fast nur Powerklassen dabei, darum auch schon mal das hier sehr gute Sachen, Geister und ja, und jetzt kommt es letztendlich darauf an, was ihr noch im Team braucht. Es kann sinnvoll sein, in diesem bei festen Konstrukt Schutz zu haben. Da nimmt man natürlich einen Steingeist mit. Allerdings ist die Sache, und das hatte ich auch schon mal angesprochen, beim festen Konstrukt spielt man sehr, sehr oft, auch heutzutage, immer noch mit Webern. Das heißt, man hat sehr viele Weber dabei und die vergeben ja Schutz. Und dieser Schutz wird dann auch von den Chronos geshared. Das heißt, man hat sowieso schon eine ganz gute Schutzuptime durch die Weaver zusammen mit den Chronos. Das heißt, eventuell braucht man gar keinen Steingeist hier mitnehmen bei dem festen Konstrukt. Kommt natürlich darauf an, was für DPS-Klassen hat man dabei. Dann kann man natürlich auch wieder ganz normal Sonnengeist nehmen. Oder aber man hat Probleme mit der Verwundbarkeit, gerade weil man, wenn man mit vielen Weavern spielt. Weaver heißt, man hat keine DPS-Klassen dabei, die viel Verwundbarkeit machen, wie Renegades, Renegades, Guardians und Holos. Dann hat man vielleicht Verwundbarkeitsprobleme, dann nimmt man den Sturmgeist mit. Aber das hier wäre zum Beispiel wieder einfach so standardmäßig. Das kann man, wie gesagt, einfach immer spielen. Das macht halt DPS, das ist ganz gut. Als Pets kann man auch wieder die Mischung aus Iboga und Wyvern machen, denn man muss ja auch hin und wieder mal eine Breakbar brechen und eventuell sogar relativ schnell brechen. Und da muss man dann alles reinhauen, was man an CC hat. Das heißt, man haut den Wyvern rein, man geht in die Avatarform, man haut den Dreier-Skill rein, der ja ziemlich viel Breakbar-Schaden macht. Und ja, darum, das wäre eine Möglichkeit fürs Keep Construct. So, kommen wir als nächstes zu Xera. Xera ist im Prinzip nichts anderes. Da können wir genauso spielen. Auch hier muss man hin und wieder mal eine Breakbar brechen. Das heißt, die beiden Pets sind ganz gut. Wenn man denkt, man muss nicht unbedingt bei der Breakbar mithelfen, kann man auch hier natürlich wieder Damage-Pad mitnehmen mit Jacaranda oder sowas. Und man nimmt ganz normal die ganz normalen Standard die ganz normalen Standard-Utility-Skills mit. Allerdings hier bei dem Iboga muss man aufpassen, das ist das, was ich angesprochen hatte mit der Konfusion. Wenn Xera. Wenn Xera in diesen Scherben drin steht, und das kann durchaus mal sein, dass Xera in den Scherben drin steht, das kann nicht nur durchaus sein, das wird definitiv so passieren, egal ob in einer organisierten Gruppe oder aber in einer Packgruppe, früher oder später wird Xera in diesen Scherben drin stehen. Dann werden Zustände in Segen umgewandelt von Xera. Und hierbei wird die Konfusion, die der Iboga macht, wird in Vergeltung umgewandelt. Und Vergeltung heißt, die DPSler hauen sich innerhalb von ein paar Sekunden komplett selber tot. Und von daher kann es sinnvoll sein, eventuell den Iboga bei Xera nicht mitzunehmen oder halt schnell rauszuwechseln, wenn gerade so eine Situation ist, dass die in den Scherben steht. Das heißt, man nimmt als DPS dann lieber den Jacaranda oder irgendwie sowas mit. Der macht auch noch ein bisschen Verwundbarkeit und man nimmt vielleicht dann hier diese Kombination, Jacaranda, Elektro-Wivern. Aber das müsst ihr dann letztendlich selber entscheiden. Man muss da halt ein bisschen aufpassen. An Spirits kann man im Prinzip das normale Setup spielen. Man spielt auch hier oft eine Kombination aus Condi und Power. Und vor allem Holos sind sehr, sehr stark bei Xera. Das heißt, man muss sich auch eigentlich um Verwundbarkeit keine Sorgen machen. Auch um Wut nicht, denn oft spielen die im Chronos hier auch Chaos-Chrono. Das heißt, Wut ist auch abgegessen, wäre also ein Setup für Xera. So, kommen wir zu Kern. Kern ist im Prinzip auch fast ein normaler DPS-Golem. Allerdings, das Besondere bei Kern ist, man braucht absolut gar keine Breakbars brechen. Das heißt, er hat keine Breakbar, das heißt, der Elektro-Wivern bringt schon mal nichts. Man könnte also die Mischung aus Jacaranda und Iboga spielen, wenn man sonst nichts ausgleichen muss natürlich. Und
Es empfiehlt sich aber, Steingeist mitzunehmen, weil bei Kern kann man sehr viel, sehr, sehr doll auf den Sack kriegen. Vor allem, wenn drei Leute ja immer diese roten AOEs um sich haben. Wir sollten übrigens als Heal Druid eins davon übernehmen. Drei Leute haben ja immer diesen roten AOE-Kreis um sich rum, dürfen dann nicht im Team spielen, kriegen aber permanent Schaden. Da wir kein DPSler sind und auch aus Entfernung ganz gut heilen können und hin und wieder mal ein paar Skills reinballern können und sogar auch Macht stacken können, wenn wir mal kurz reingehen oder auch aus der Entfernung was werfen, können wir eins davon übernehmen. Das werden wir also als Heal Druid machen müssen. Und darum auch am leichtesten einfach ganz viele Geister stellen, denn wir können ja nicht immer permanent am Team spielen. Stehen und alles aktiv mitmachen. Darum einfach alles volle Kanne Geister, damit buffen wir unser Team gut und müssen nicht unbedingt immer beim Team gerade drin sein. Und vor allem, wenn wir hier die Kombination machen aus Quick Draw, also schnell ziehen, und dann von unserer Avatarform den Dreier-Skill, den man ja dann ganz schnell, den kann man ja aus Entfernung werfen. Das heißt, man kann auch aus Entfernung heilen und Macht stacken. Und wenn wir das dann auch noch mit schnell ziehen, also Quick Draw machen, können wir es sogar mehrmals benutzen. Also auch ganz coole Sache. Kommen wir zum Mursaat-Aufseher, der ist sogar noch einfacher, da braucht man für gewöhnlich keinen Schutz. Das heißt, wir nehmen wieder den Schutz raus und nehmen dafür die Glyphe der Verstärkung mit. Auch hier hat man oft eine Kombination aus Kondi- und Powerklassen dabei und kann somit das Standard-Bild spielen. Auch muss man keine Breakbar brechen. Allerdings, und jetzt ist eine Sache, die muss man aufpassen, auch hier kann es vorkommen, dass die Chronos mit Dueling Illu spielen. Das heißt, die haben kein Chaos dabei, somit keine Wut. Und Wut liegt wieder in unserer Hand. Das heißt, auch hier entweder mit dem Horn-Skill Wut geben oder durch diesen einen Trade. Oder aber wir nehmen auch hier wieder als ein Pet den roten Moa rein, damit wir mit dem Wut geben können. Da müsst ihr aber, wie gesagt, wieder mit eurem Chronos abklären, was spielen die überhaupt für ein Bild. Allerdings bei Mursaat-Aufseher, das ist so ein typischer Boss, wo oft mit Dueling Illu gespielt wird. Und da muss man das halt nutzen. Und aber auch hier wieder, wenn ihr einen Kondi Daredevil dabei habt, der mit seinem Stehlen-Skill sowohl Wut als auch Schutz gibt, müsst ihr natürlich gar nichts davon mitnehmen. Dann habt ihr Schutz und Wut sogar dadurch. Also ihr müsst in jedem Fall, müsst ihr immer mit eurem Team abklären, was haben die anderen überhaupt mit. Und wie gesagt, ihr seid letztendlich immer der ganz am Ende, wenn alles andere feststeht, der ganz am Ende entscheidet, was fehlt jetzt noch und wie muss ich mich anpassen, um alles andere noch auszugleichen. So, Samarok. Samarok ist der dritte Boss aus dem Ring. Hier muss man auch regelmäßig Breakbars brechen. Je nachdem, wie schnell das Team ist und wie viele große Probleme man mit dem Breakbars hat, macht es hier eventuell Sinn, zwei Breakbar-Tiere zu spielen. Das heißt, den Elektrowivern und vielleicht die Felsgazelle. Dann hat man zwei sehr gute Breakbar-Pets, die man eventuell, je nachdem, wenn die zu schnell kommen, die Breakbar-Phasen auch abwechseln kann. Bei der ersten Breakbar-Phase den Wivern, bei der zweiten Breakbar-Phase die Gazelle und so weiter. Das heißt, das kann man so abwechseln machen. Das ist eine ganz gute Sache. Um Wut muss man sich in den meisten Fällen nicht kümmern, denn hier spielen die meisten Chronos wieder Chaos, das heißt, Wut hat man auch dabei. Man kann eigentlich das ganz normale Standard-Set spielen. Wenn man jetzt, es sollte eigentlich nicht vorkommen, eigentlich muss man das nicht, aber man kann es vielleicht mal im Hinterkopf haben, wenn in den Split-Phasen der Gegner, der Mensch immer wieder rausläuft aus Samarok, weil du musst ja den Mensch ja in Samaroks Hitbox reinpushen und dann da festhalten, wenn der immer und immer wieder rausläuft und das Team schafft es überhaupt nicht, genug Schaden zu machen und zu DPSen, dann kann man vielleicht auch Entangle mitnehmen, um den da zu fesseln. Aber eigentlich ist das nicht eure Aufgabe. Eigentlich müsst ihr das nicht. Also nur wirklich in absoluten Ultra-Notfallsituationen sowas machen. Auch hier müsst ihr überlegen, wie sieht's aus mit eurer Verwundbarkeit? Es kommt jetzt auch hier wieder auf eure DPSler an. Wenn ihr ein komplettes Reaver-Setup spielt, und Reaver sind auch hier sehr, sehr stark bei diesem Boss, dann müsst ihr eventuell auch wieder Verwundbarkeit mitnehmen. Das heißt, ihr nehmt den Sonnengeist raus, weil das ist ein typischer Power-Boss. Ihr müsst nicht unbedingt den Sonnengeist haben. Dann würdet ihr natürlich wieder hier diesen Sturmgeist mitnehmen. Wenn ihr jetzt aber natürlich mit Guardians spielt und mit Holos, müsst ihr das nicht unbedingt, dann könnt ihr auch einfach wieder Sonnengeist nehmen. Aber das müsst ihr, wie gesagt, von Situation zu Situation entscheiden. Und wie gesagt, ihr müsst sehr oft Breakbars brechen. Und das heißt, ihr müsst eure Pets benutzen, ihr müsst euren Lunar Impact, den Dreier-Skill von der Avatarform benutzen. Und aber wenn ihr eh mit Sturmgeist spielt, dann könntet ihr den sogar auch noch aktiv benutzen. Dann zerstört ihr den Sturmgeist zwar, aber der macht auch 3 Sekunden benommen. Macht also auch Breakbar-Schaden. Wäre also auch eine Möglichkeit für Samarok. So, kommen wir zu Deimos. Deimos ist eigentlich auch
so gesehen relativ Standard. Man muss keine Breakbars brechen oder so gut wie keine. Und da lohnt es sich eigentlich kaum, extra ein Pad für mitzunehmen. Ihr könnt vielleicht ein Pad drin lassen, wenn ihr es unbedingt wollt, um mal eine Breakbar zu brechen. Ihr könnt aber auch einfach mit zwei DPS-Pads spielen, das ist euch überlassen. Aber ich denke, ein Pad für Notfall-Breakbars ist nicht schlecht, aber ist nicht unbedingt nötig. Meisten Chrono spielen Chaos-Chrono, das heißt, um Wut müsst ihr euch keine Sorgen machen. Allerdings wird auch hier in den meisten Fällen rein nur mit Powerklassen gespielt. Das heißt, der Sonnengeist ist nicht hundertprozentig nötig, den müsst ihr nicht unbedingt haben. Ihr könntet hier beispielsweise einfach, um euch sicherer zu fühlen, könntet ihr zum Beispiel den Steingeist reinnehmen. Das wäre jetzt hier beispielsweise ein mögliches Setup für Deimos. Aber könnt ihr auch selber entscheiden. Wenn ihr natürlich Kondi-Klassen dabei habt, dann wäre es natürlich sinnvoller, den Sonnengeist reinzunehmen und dafür die Glyphe der Verstärkung durch den Steingeist zu ersetzen. Das müsst ihr aber daran entscheiden, wie euer Team aufgebaut ist. Wie gesagt, in einem reinen Power-Team könnt ihr das andersrum machen, bei einer Mischung könnt ihr es so machen. Das wäre also eine Möglichkeit. Wichtig ist aber noch auch eine Sache, die solltet ihr hier auf jeden Fall wissen. Deimos kriegt regelmäßig von Saul D'Alessio, das ist ja dieser Sidekick, den man da hat, dieser liebe Verbündete, kriegt der immer so einen Debuff. Und während er diesen Debuff drauf hat, macht man ultra mega viel mehr Schaden. Also alle DPSler hauen da richtig rein, ultra mega Damage. Und wenn das kommt, dann sollten die auf jeden Fall so stark gebufft sein, wie es nur geht. Und das bedeutet nicht nur volle Macht haben und auch generell alle Buffs, sondern die sollten natürlich auch volle Lebenspunkte haben. Denn eigentlich alle Power-DPSler haben die Rune der Gelehrten drin. Und das heißt 10% mehr Schaden, während die über 90% Lebenspunkten sind. Und dann solltet ihr euren Heal voll reinballern. Das heißt, wenn ihr seht, dass Deimos diesen Debuff drauf hat, das ist im Prinzip so ein blau-weißes Symbol mit so einem kleinen Geist drin, unnatürliches Siegel oder irgendwie sowas heißt das, dann solltet ihr die Avatarform voll durchchanneln, dass nicht nur alle Macht haben, sondern auch bei 100% Lebenspunkte sind. Das heißt, ihr müsst eventuell die Avatarform bei diesem Boss ein kleines bisschen verzögern, um dann für diese bestimmten Burst-Phasen immer die wirklich großen Buffs dann fertig zu haben mit der Avatarform. Das ist also eine spezielle Sache für Deimos. So, dann fehlt nur noch ein Boss und nur noch ein Wing. Das ist Wing 5, genau. Da haben wir als erstes den Soulless Horror. Auch hier muss man regelmäßig eine Breakbar brechen, aber auch keine riesige und nicht so oft. Das heißt, ein Breakbar-Tier reicht eigentlich. Können wir hier diese Kombination machen. Wir können hier kriegt man auch regelmäßig mal Zustände. Das heißt, wenn ihr wirklich Probleme mit Zuständen habt, könnt ihr die Heilquelle benutzen. Denn wenn beispielsweise mal so eine Sense, die fliegen da so rum und die korrumpieren Segen und geben einem dann Zustände. Wenn da oft Leute von getroffen werden, ist die Heilquelle sicherlich sinnvoller als der Geist. Aber müsst ihr dann situationsbedingt entscheiden, was ihr da nehmen wollt. Außerdem ist das ein reiner Kondi-Boss. Das heißt, in den meisten Fällen spielt man hier ohne Powerklassen und fast nur mit Kondis. Das heißt, man kann das hier alles ein bisschen anders anpassen. Denn wir haben erstmal schon mal gelernt, wir müssen auf jeden Fall die Push-Glyphe haben. Denn wir müssen die Fleisch-Golems wegschubsen vom Team. Das heißt, wir nehmen erstmal den Langbogen natürlich rein. Habe ich hier? Wo habe ich den? Hier habe ich... ist ein Kurzbogen. Hier habe ich einen Langbogen. Das heißt, wir müssen einen Langbogen reinnehmen und wir brauchen auf jeden Fall die Push-Glyphe. Jetzt haben wir natürlich ein Kondi-Team. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall auch den Sonnengeist mit. Und das ist vor allem auch ein Boss, wo man sehr viel Schaden reinkriegt. Das heißt, wir wollen auch den Steingeist mitnehmen. Das heißt, jetzt haben wir eine ganz neue Kombination, die wir so bisher noch nie vorher hatten. Nämlich so, wie wir es jetzt hier unten haben. Das wäre also eine Möglichkeit, um sich gezielt an Soulless Horror anzupassen. Ist also auch gut. Wenn ihr natürlich nur Powerklassen spielt, was ihr eigentlich bei Soulless Horror nicht machen solltet, dann nehmt ihr natürlich den Frostgeist mit anstatt den Sonnengeist. Aber dürfte eigentlich nicht vorkommen, wenn ihr euch ein bisschen auf den Boss vorbereitet und mit den richtigen DPS-Klassen da spielt. Das heißt, dann haben wir das schon mal. Dann haben wir als nächstes eigentlich nur noch Doom. Die Zwischen-Events müssen wir jetzt nicht unbedingt durchgehen. Die sind relativ einfach, da könnt ihr auch größtenteils spielen, was ihr wollt. Wir kommen jetzt noch zu Doom. Doom war beispielsweise eine Sache, wo ich am Anfang den Bären gezeigt hatte. Mein Hubschrauber. Denn der kann mit schüttelt es ab, kann er Zustände entfernen und kann somit diese Pein runternehmen, sobald ihr aus eurem Körper gekickt werdet und eure Seele neu einsammeln müsst.
Da muss man die Pein wirklich sehr, sehr schnell runternehmen. Das könnt ihr entweder über den Bären machen oder aber auch hier, ihr spielt mit Heilquelle. Auch die könnt ihr dann legen im richtigen Moment, entweder kurz bevor ihr alle rausgekickt werdet oder direkt danach. Wenn man das Timing gut hat, kann man die kurz davor legen und dann kriegen alle sofort die Zustände entfernt. Zusätzlich als Backup den Bären. Das heißt, hier wäre die Möglichkeit, diese Kombination benutzen aus Iboga und Bär. Das wäre schon mal das für Doom. Und jetzt noch an den Utility Skills. Wie gesagt, entweder Heilquelle oder wie immer den Sonnengeist. Und sonst spielen wir hier einfach komplett mit Geistern. Das hat mehrere gute Vorteile, denn die Sache ist, bei Doom ist es so, da wird einer von den Schnittern, die man am Leben erhalten muss, wird extrem oft von Spinnen angegriffen. Im Prinzip alle Spinnen, die spawnen, greifen immer diesen einen Schnitter an. Das ist der Schnitter, der direkt an der Eingangstür steht. Und der stirbt extrem oft. Und sobald in einem Kampf ein Schnitter stirbt, ist der Kampf zu Ende. Und den muss man am Leben erhalten. Das Coole ist, die Spinnen lassen sich total leicht ablenken. Und man kann einfach einen Geist da abstellen und dann greifen die alle den Geist an. Und da könnt ihr beispielsweise einfach entweder nur ein Geist oder mehrere Geister einfach vor diesem Schnitter abstellen. Und wenn ihr dann mit eurem Team in der Nähe davon kämpft, dann kriegt ihr eventuell sogar noch die Segen ab. Aber oft wird einfach nur der Geist der Natur da abgestellt. Oder aber der Steingeist. Oder aber man spielt einfach mit mehreren Droiden und man teilt sich die Geister ein bisschen auf. Oder man nimmt auch einfach Geister doppelt mit, einfach damit man vor diesen Typen an der Eingangstür, dass man da einfach, oh, jetzt ist eine Mücke bei mir im Zimmer, so eine Scheiße. Na, dass man einfach bei Doom mehrere Geister abstellen kann, dass die Spinnen abgelenkt werden. Das ist also auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Um Fury muss man sich in den meisten Sachen nicht kümmern, um Wut, denn die Kronen spielen wieder Chaos. Verwundbarkeit muss man auch meistens nicht, denn das ist ein typischer, ja gut, es gibt sowohl Teamcoms, die spielen mit ganz vielen Power, als auch Teamcoms, die spielen mit ganz viel Condi. Aktuell ist, glaube ich, Condi ein kleines bisschen beliebter, vor allem mit Condi Renegades und Condi Holos, die sind sehr, sehr stark auf dem Boss. Ich glaube, Condi Renegades sind sogar fast Top-DPS auf dem Boss aktuell. Und da muss man sich natürlich auch um Verwundbarkeit nicht kümmern, da die das natürlich übernehmen. Die sind da sehr stark drin. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip alle Bosse durch. Ich habe euch jetzt beispielhaft für jeden Mal im Prinzip gesagt, was für Überlegungen muss man überhaupt anstellen. Und ihr seht wirklich, je nach Boss, je nach Builds, je nach Teamcomp sind die Utility Skills anders, die man da mitnimmt. Und aber ich denke, da wir jetzt relativ viele Beispiele gemacht haben und alles auch mal gesehen haben, was man für Überlegungen machen muss, könnt ihr das, denke ich, jetzt auch relativ leicht selber machen. Und euch dann letztendlich immer an die verschiedenen Situationen anpassen. Und damit sind wir jetzt auch eigentlich mit dem Heal Druid durch. Es sollte es gewesen sein. Eine Sache möchte ich noch abschließend sagen. Und zwar, das ist das, was hatte ich ganz am Anfang vom allerersten Video angesprochen. Das ist nämlich die Sache mit den zwei Druiden. Heutzutage in organisierten Teams wird eigentlich durchweg fast nur mit einem Druiden gespielt. Mittlerweile sogar auch bei Doom. Bei Doom hat man oft zwei Druiden gespielt, weil da muss immer einer am Team bleiben. Einer hat gekitet, weil man muss ja diese Fleischgolems in der Arena rumkiten. Und selbst heutzutage wird da oft nur mit einem Druiden gespielt. Allerdings in Packgruppen wird fast immer mit zwei Druiden gespielt. Aber jetzt, wo ihr den Druiden so gut kennt, könnt ihr im Prinzip selbst erkennen, warum man nicht unbedingt mit zwei Druiden spielen muss. Denn ein Druide kann alle Geister stellen, die nötig sind. Und Geister gehen auf 10 Leute, das ist das Besondere. Das heißt, man muss nicht zwei Druiden haben, um Geister auf alle raufzukriegen. Da reicht ein Druide, das geht auf 10. Der schafft die Macht aufrecht zu erhalten, alleine 25 Macht auf 10 Leute. Das heißt, der zweite Druide macht im Prinzip gar nichts. Der Macht ist im Prinzip nur zum Heilen da. Der ein Druide reicht vollkommen aus. Und wenn man eh nur einen zweiten Heiler braucht, da muss man nicht unbedingt einen Druide spielen, denn es gibt noch andere sehr, sehr starke Heiler. Es gibt sogar Klassen, die können besser heilen als ein Druide. Die bringen dann halt zwar sonst nichts mit, wie zum Beispiel in Tempest. Tempest sind sehr, sehr starke Heiler. An den Heal davon kommt kaum einer ran. Es gibt auch Revenant-Heiler. Das sind beides sehr, sehr starke Heiler, die ultra stark heilen und zum Teil sogar stärker als der Druide, aber die halt leider sonst nichts mitbringen ins Team. Darum wird halt auf jeden Fall immer mit einem Druiden gespielt. Aber in einer Packgruppe mit zwei Druiden spielen bringt im Prinzip nichts, weil der zweite Druide einfach nur doof dasteht und nichts machen kann, weil der erste Druide schon alle offensiven Segen vergibt und der zweite nur zum Heilen da ist. Und dann, wenn man eh nur einen Heiler braucht, kann man noch einfach irgendwas nehmen, was stärker heilt, wie zum Beispiel ein Tempest oder sowas. Von daher,
Klar, viele denken sich, ein Druide, der spielt vielleicht nicht so gut, der hat vielleicht nicht die richtigen Utilities mit, der kann vielleicht nicht die richtigen Segen verteilen, der schafft es vielleicht nicht, 25 Macht aufrechtzuerhalten, nehmen wir einfach 2 mit, dann haben wir halt auf jeden Fall alles abgegessen. Die Sache ist, dass so schwer ist das nicht, und sobald der Druide auch nur ein bisschen spielen kann, macht er den zweiten Druiden komplett überflüssig. Klar, die könnten sich die Geister aufteilen, der eine nimmt Sonnengeist mit, der andere Frostgeist, dann können beide die Glyphe der Verstärkung, die ja nur 5 Leute geht, nutzen. Also ein bisschen Sinn hat das schon, ein bisschen was bringt das schon, aber auch nicht so mega viel. Von daher, das ist nur eine Sache, die ich noch abschließend sagen wollte. Und damit haben wir den Heal-Druid eigentlich auch schon durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden uns natürlich in Zukunft auch noch den Kondi-Druiden angucken und die anderen Builds, die es so gibt. Das war aber erstmal der Heiler. Ich weiß, es war viel, aber so ist es nun mal bei Support-Klassen. Die müssen sehr viel anpassen und haben sehr viele Möglichkeiten. Das ist bei DPS-Lern leichter. Darum spiele ich die halt auch. Hey. Und ich würde sagen, ich sage jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns dann die Tage wieder. Ciao, Leute.